32,4 Kilo, Jungs. Yes! Shit, ich muss mich auf den Drill konzentrieren. Hey, guten Abend. Hi Leute, ich klinge ein wenig hohl. Das liegt daran, dass ich hier in meinem neuen Haus bin. In den vergangenen Monaten war es ein Projekt, in das viel Blut, Schweiß und Tränen geflossen sind. Die gute Nachricht, wir sind zwar noch nicht ganz fertig, aber jetzt gehe ich erstmal angeln. Ich fahre heute nach Frankreich, wo wir bis nächste Woche bleiben werden. Dann habe ich noch 2 Tage Zeit, bevor wir umziehen. Eine knappe Deadline, aber ihr wisst ja, es gibt was zu fischen. Er muss gefischt werden. Moin Jungs, es ist 5 Uhr, mein Auto zeigt zwar 6 Uhr an, aber aufgrund der Sommerzeit sind wir noch eine Stunde voraus. Auf geht's! Gas erop! She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. Sorry, 50 blood, I... Ich bin wie ein Teufel durch die Niederlande und Belgien gerast und jetzt sind wir im französischen Land. Das erste Mal in 2018. Fantastisch. Es wird ein tolles Jahr werden. Ich habe gerade frische Schokobrötchen von der Tanke geholt. Der Treibstoff für den Körper und auch das Auto ist wieder vollgetankt. Wir können also Vollgas geben. Ich hoffe natürlich, dass auf der Reise nichts am Auto kaputt gehen wird. Ein paar Steinschläge habe ich schon. Es waren viele Steine, die eingeschlagen sind, aber gut, da ist nichts zu machen. Wir werden wieder ein paar Kilometer in die Pedale treten. Okay Leute, wir nähern uns dem Gewässer, an dem ich angeln will. Gerade schien noch die Sonne, aber seht euch das an, ich stehe im Schnee. Mann, das sollte besser nicht Wintersport 2.0 sein, denn es ist Frühling, also etwas Sonne sollte es schon geben. Wir sind jetzt noch oben in den Bergen und ich hoffe, dass es unten besser aussieht. Das werden wir gleich sehen. Wir gaan het zien. Ihr werdet es nicht glauben, Leute. Der Typ hier, Il Pêche pour le Tweet, ein Forellenangler, hat einen riesigen Karpfen gefangen. Riesig! Ich komme gerade von McDonald's und wollte eigentlich hier angeln, aber dieser Typ angelt gerade auf Forellen und hat einen Karpfen gehakt. Ich habe ihm natürlich geholfen. Ein krankhaft gutes Zeichen jedenfalls, dass die Fische schon aktiv sind. Der Fisch in jedem Fall ist prachtig. So, hier sitze ich also. Es beginnt langsam dunkel zu werden und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich meine Spots vorfüttern soll oder lieber nicht. Eigentlich war der Plan, nicht vorzufüttern, weil ich erstmal sehen wollte, ob die Fische überhaupt in irgendeiner Form am Fressen sind. Naja, der Forellenangler hat einen Karpfen gefangen und das mit einem winzig kleinen Haken, Größe 14 oder sowas. Ich frage mich echt, wie er den Fisch überhaupt haken konnte. Als Köder hat er Maden verwendet und ich habe zufällig auch Maden dabei. Also, mal gucken, was damit geht. Ich überlege zunächst, ein paar Stellen an der leicht abfallenden Uferkante anzufüttern. Zudem möchte ich ein Futterboot einsetzen, um die Bodenstruktur des Gewässers ein bisschen genauer zu erkundigen. Damit ich morgen früh die Routen perfekt ablegen kann, muss ich genau über das Gewässer Bescheid wissen. Die Nacht möchte ich nicht angeln, sondern alles gut vorbereiten und dann morgen super ausgeschlafen, voll durchstarten. Das ist mein Schlafplatz, alles ist gut vorbereitet. Ich kann natürlich nicht widerstehen. Ich werfe meinen Plan über den Haufen und lege noch 2 Routen mit dem Futterboot ab. Da ich dieses Gewässer schon mal beangelt habe, fahre ich jetzt zu einem Spot, an dem ich die Struktur ein wenig kenne. Ich versuche es mit Mini-Boilies und Maden. 2 Hengeltjes neergelegd, eentje met wat mini-boilies, eentje met wat maden. Maar dat zal ik jullie morgen even goed laten zien. Also, wenn der alte Forellenangler einen Fisch fängt, dann muss ich es auch einfach versuchen. Auch heute Abend noch. Morgen werden wir dann anfangen, richtig zu angeln und zunächst das Gewässer kartieren. Vielleicht kann ich jetzt auf die Schnelle einen Bonusfisch abgreifen. Das wäre richtig geil. Water gut in Kaart brengen. Und dann gaan we echt beginnen met vissen, jongens. Wat rusten. Morgen, jongens. Guten Morgen, Jungs. Boah, es ist verdammt kalt. Bei diesem Wetter möchte man eigentlich nicht rausgehen. Im Schlafsack ist es so gemütlich. Dennoch, ich war vergangene Nacht 3 Mal draußen. Ich hatte 2 Schleien und 1 Rotauge auf die Maden. Ein kalter Wind ist aufgezogen. Sehr schade, denn ich wollte eigentlich mit der Drohne über das Wasser fliegen, um die Fischwärme ausfindig zu machen. Weil das Wasser hier ziemlich flach ist, geht das sehr gut und man kann die Karpfen von oben gut erkennen. Aber ich glaube, der Wind macht mir gerade einen Strich durch die Rechnung. Da ich an diesem Platz nur 2 Routen statt 4 strategisch sehr gut platzieren kann, möchte ich an einen anderen Platz ausweichen.
Also, ab mit den Sachen ins Auto und erstmal in Ruhe eine Runde um den See drehen.